So, Emma ist auch 10 Jahre alt und die Zwillingsschwester von Sophia. Und dir stelle ich jetzt die gleichen Fragen einfach mal. Und stell dir die aller super schwierigste Frage der ganzen Welt. Wer bist du? Kannst du das beschreiben? Ich bin wild und ich mag Sport, aber ich bin im Unterricht immer sehr ruhig. Und wann bist du wild? Wenn Pause ist, dann freue ich mich immer, dass Pause ist und dann. Freust du dich darüber, frei zu sein? Ja. Wenn du in den Spiegel schaust, wen oder was siehst du da? Gefällt dir, was du siehst? Ja, also ich mag meine langen Haare, weil ich will nicht so kurz haben und auch nicht zu lang. Das finde ich nicht schön. Ja, ich mag mich, wie ich bin. Gibt es was, was du nicht magst? Ich mag nicht so gerne Basketball, weil ich habe immer Angst, dass mir was ins Gesicht fällt. Was sagen deine Freunde über dich? Die sagen, dass ich nett bin und dass ich so bin, wie ich bin und dann auch mit ihnen so sein kann, wie sie sind. Was machst du so den ganzen Tag? Also ich spiele mit meiner Schwester Federball und mittwochs gehe ich halt eigentlich schwimmen. Spielst du manchmal, dass du jemand anders bist? Ja, mit meiner Schwester. Wie fühlst du dich, wenn du Sophia bist? So wie ich eigentlich bin, aber auch ganz anders. Also sie ist ganz anders als ich. Und ich mag gerne kochen, aber sie mag kein Kochen. Und ich mag viel mehr schwimmen. Es ist also ganz klar, das ist Emma, das ist Sophia. Wir sind unterschiedlich. Ja, aber von dem Aussehen denken alle immer, wir wären eineigig, aber wir sind halt zweieigig. Seid ihr gar nicht? Ach so. Ist es schön, eine Zwillingsschwester zu haben? Ja, ich kenne es halt nicht anders, Ja. deswegen finde ich das schön. Ich habe halt immer Sophia da. Auch noch eine ganz schwierige Frage. Wie fühlst du dich meistens? Ich fühle mich aufgeweckt und ich fühle mich, dass ich so fröhlich bin und ich bin sehr selten traurig. Was du besonders gerne machst, haben wir gesprochen. Jetzt noch, was kannst du besonders gut? Schwimmen und malen und Fahrradfahren. Gut, super, vielen Dank.